Liebe Hansa-Mitglieder, liebe Hansa-Fans, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Edgar Schulze. Ich bin 1961 in Cottbus geboren, lebe seit 1992 im Umfeld von Rostock und seit 2008 in Rostock selber. Ich bin verheiratet, wir leben in einer Patchwork-Familie. Meine Frau und ich haben gemeinsam 5 Kinder und davon jeder 3. Ich arbeite seit 1992 im Kraftwerk Rostock als Schichtleiter und jetzt seit 2006 dort als Schweißfachingenieur. Seitdem ich 1992 in die Umgebung von Rostock gezogen bin, fasziniert mich dieser Verein. Dieser Traditionsverein, wo ich auch viele Mitglieder schon kennengelernt habe, viele Spieler, ehemalige auch, haben mich dermaßen angezogen, dass ich regelmäßig in die Stadien gegangen oder in das Stadion gegangen bin. Die Atmosphäre dort ist wunderschön und kann man mit kaum was vergleichen. Meine Arbeit im Kraftwerk im Überseehafen bringt das mit sich, dass ich mit vielen Menschen, mit vielen Firmen zusammenarbeite. Und hier sind sachliche, fachliche Kompetenzen, aber auch ruhige Atmosphären ganz, ganz notwendig. Und in letzter Zeit ist es hier so, dass auch in unserem Verein gerade diese Sachen fehlen. Und ich möchte dazu beitragen, dass A, die Kompetenz wieder da ist, dass der Aufsichtsrat als das gestärkt wird, was er sein sollte. Und ich möchte, dass alle Mitglieder und alle Vereinsorgane gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dazu möchte ich mit beitragen. Liebe Hansa-Freunde, liebe Hansa-Mitglieder, sollten Sie mich wählen, dann sind meine Ziele und ich glaube auch Ihre, dass wir nicht nur in der dritten Liga bestehen, sondern dass wir nach oben schauen. Das kann aber nur sein, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und zweite Liga sollte irgendwann drin sein. Weiter möchte ich erstmal noch nicht denken.